Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Damit willkommen zurück bei Alien Isolation. Die Androiden sind los und, ja. Da liegt schon einer im Dreck. Gute Vorstellung. Ja. Die sind hier überall ausgebrochen und versuchen alles und jeden umzubringen. Warum sie das tun, wer sie dazu programmiert hat und was mit der künstlichen Intelligenz dieser Station los ist, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, wir sollten auf jeden Fall versuchen, hier in einem Stück rauszukommen. Und nach Möglichkeit zum Marschbüro zu gelangen. Ich werde mir noch ein paar Sachen einfach herstellen, dass ich noch ein bisschen was mitnehmen kann. Ethanol ist voll. Okay. Wohin jetzt? Hier ist Ende Gelände. Hier komme ich nicht durch. Suche. Schrott. Ist voll. Er will ja alles von mir, dass ich den Strom wiederherstelle, aber das geht nicht. Also, ich habe den Strom wiederhergestellt, ja, aber also schlecht als recht. No entry. Okay. Klare Ansage, würde ich sagen. Bin hier runtergegangen. Okay. Nimm mal die Pumpgun. Für den Fall. Er ist einfach nur ein Zivilist. Nichts. Blieb, blieb, blieb. Ach, das ist er halt, ne? Sevastopol. Die laufen ja auch wie von der Tarantel gestochen rum. Kann vielleicht einer von denen die Tür öffnen? Ist es das? Ach, hier lang. Ah ja, okay. Ja, gut, halt da. Hier ist nichts. Alles abgeschottet, ne? Da liegt noch was. Sensor. Inventar voll. Das finde ich ganz schön toll. Denn mein Inventar ist voll. Waits, mir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits. Ihr Sackgesichter, ihr Mörder. Lass sie in Ruhe. Bleib zurück. Oh shit. Oh nö, Waits wird getötet. Oh. Waits. Waits. Bitten Sie eine alternative Route. Ja, cool. Danke für gar nichts. Da steht übrigens Rahmen. Ja, jetzt. Bin ich hier eingeschlossen oder wie? Das geht nicht. Hier? Ja. Versuch die ganze Zeit irgendwie so vom Gefühl her auf die Leertaste zu drücken, um zu springen, aber springen in diesem Spiel geht nicht. Da sind lauter Türen, die offen sind. Entry, die geht auch nicht auf, ne? Wohin jetzt? Hier irgendwie ein Schacht oder so, in den ich klettern kann? Nee, ne? Gar nichts. Hm. Ja, nicht, dass ich wieder eine Tür übersehe und die ich öffnen kann. Nur weil ich nicht dran gegangen bin, weil, wie gesagt, dieses Rollgitter eben hier, das da, das hat sich automatisch geöffnet, als ich mich genähert habe, aber hier tut sich gar nichts. Hier ist auch nichts. Ja, ich glaube, ich muss zurück. Einfach genial. Was mit diesem Gitter? Geht nicht auf, ne? Hat sich nichts. Ne.
oben vielleicht auf ist jetzt. Ist das? Ist hier hoch? Ah ja, okay. Sehr gut. Ethanol. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich hier. Warte. Hallo. Peter. Es will nicht. Aber warum? Die Tür aufsprengen oder was? Oder war das nur für... Ach, hier ist eine Tür. Keep out. Ah ja, hier, okay, alles klar. Ist hier nicht schon? Bin ein bisschen verwirrt gerade. Wie alles gleich aussieht, aber... Ja. Okay, hier kann ich speichern, das mache ich gleich. Ich guck nochmal, was hier drin ist. Ah, ich kann nichts mitnehmen. Vergeudete Liebesmühe. Ja. Ich hoffe ja vielleicht noch auf das ein oder andere Kügelchen, also für die Knarre oder für die Pumpgun. Aber den kriege ich nicht. So, da ist noch was. In die Mitte. Bitte, bitte, bitte. Da geht's weiter. Gut, dann speichere ich erstmal. Dann können wir uns das Terminal ansehen und dann weitergehen. Tada. Okay. Erledigt. Hilfe. Ace, sind Sie noch da? Warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anesidora geblieben? Die haben mich im Labor drüben im Syntec-Turm eingesperrt. Holen Sie mich verdammt nochmal hier raus. Aufzüge sind außer Betrieb und überall liegen Leichen rum. Ich bilde mir ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Fehler. Untertauchen. Nix. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe sie davongezerrt, als ich den Blick in ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anesidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn sie wieder nüchtern sind. Ah, es macht einfach Spaß, auf die Gegner hier einzuschlagen. Okay, ein Zeug haben sie halt auch dabei, also... Mal hier, mal da lohnt sich schon, die zu töten. Wenn man Ressourcen braucht, aber es liegen auch so viele Ressourcen einfach irgendwo rum. Mir gehen aber leider so ein bisschen die Batterien für diesen Elektroschocker aus. Nicht irgendwie eine Ebene weiter unten? War ich hier schon? Bin mir gerade nicht sicher. Nein, nicht. Ah, wow. Jetzt habe ich es fast geschafft. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Medusa Ink. Wahrscheinlich muss ich hier reinklettern.
Das ist das Einzige, was die Androiden nicht tun, in Schächte klettern. Aber ansonsten laufen sie rum, machen ihren Späßel. Indem sie einfach random Leute töten. Einmal, weil sie Bock drauf haben. Aber von Bock drauf haben kann eigentlich nicht die Rede sein, weil sie tun das ja nicht, weil sie Spaß machen, sondern weil es ihre Programmierung jetzt irgendwie sagt. Und die KI einfach komplett ausgerastet ist. Okay, jetzt bin ich wo? Ach so, ich muss mich von Raum zu Raum, oder was? Oder wie läuft das hier? Konnte er nicht weiter klettern durch den Raum? Hier ist noch was. Sevastolink. Was ist dein Plan? Sicherheitsrisiko? Hey Mart, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Wir haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech. Hast du noch von Margaret? Was? Hast du noch von Margaret und den Kindern? Ach, hörst du noch? Entschuldigung. Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du Sevastopol von Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn du mich, wenn ich mich für dich umhören soll, Gillen. Sicherheitsrisiko. Leid, wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. Ja, diese kleinen Roboter, die hier rumfahren wahrscheinlich, ne? Beigegeben an alle Einwohner von Sevastopol. Die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf Sevastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen Sie sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichende Nahrungs- und Medizinvorräte. Die Flugbahnannäherung des Versorgungsschiffs hat keine Auswirkungen auf Ihre Lebensqualität. Sollten die Vorräte dennoch zur Neige gehen, kann es zu Rationierungen kommen. Vorratshortung und illegaler Handel werden nicht geduldet. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten dem Sixten Sicherheitsdienst, der in Zusammenarbeit mit den Colonel Marshalls Nachforschungen anstellen wird. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen Sie gerne beim nächsten Schritt, tragen jedoch keinerlei Kosten. Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den Sixten Kreditdienst. Die Stilllegung ist endgültig. Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Voll nett. So, die Menschen haben Angst. 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Ups. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Marshall Waits wird die Kreatur töten? Ja klar. Sie haben sich selbst vergessen. Natürlich. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Hä? Ich weiß doch schon. Nicht doof. Teufel. Ich glaube, dieser Raum war wahrscheinlich einfach nur, um den hier zu öffnen oder so. Bin mir gerade nicht sicher. Gut, die Tür, die komme ich nicht ran. So, nicht tot. Ah, ich hab's gewusst, du Motherfucker. Und tot. Dreckschwein. Hat sich die Tür gerade... What? Ernsthaft, ich dachte, die Tür hat sich gerade geöffnet. Ja. Also, da wird zwar irgendwo auf der Karte markiert, oder man sieht zumindest, dass da eine ist, ne? Aber auf ist sie nicht. Okay. Ich glaube, ich muss wieder unterirdisch weiter. Zumindest wäre das jetzt meine Idee. Das heißt, hier rein. Hier rein. Dann wieder den Schacht da öffnen. So. Liegt hier noch was rum? Nee. Geht's hier denn weiter? Nö. Ist Ende Gelände. Okay, da bin ich irgendwie ein bisschen überfragt, wo ich jetzt lang muss. User Inc. Hier ist auch nichts mehr,
großartig, was sich irgendwie öffnen lässt, oder? Nicht. Warte mal, kann ich den Wagen hier wegschieben? Nee, ne? Da ist überhaupt kein Durchkommen. Hier noch irgendwas? Da! Ah, okay. Oh, warte mal. Ja. Hier. Da ist ein Raum. Da kann ich durch. Oder kam ich von dort? Ich glaube, ich kam von hier, ne? Das ist die Treppe. Ja, ist die Treppe. Weiter runter geht's nicht, okay. Vielleicht war das hier einfach nur mal ein kurzer Abstecher. Vielleicht muss ich auch gar nicht lang. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, ich glaube, ich muss wahrscheinlich eher hier den Gang runter. War es nicht der Gang hier, in dem es gebrannt hat? Bin mir gerade nicht sicher. Mit der Tür, die will auch nicht, ne? Den habe ich gekillt. Tja, was nun? Nun bin ich dezent überforgt. Also, dass es hier lang geht, davon bin ich überzeugt. Aber wenn ich gerade hier bin, speichere ich gerade nochmal. Und ich melde mich gleich wieder, sobald ich den Weg gefunden habe, wie es dann weitergeht. Bis gleich. Hab's gefunden. Hier ist ein Schacht, in dem wir rein können. Okay, let's go. Ein sehr kurzer Schacht, aber hier kommen wir raus. Oh. Ach, wir sind direkt im Büro. Hier hat der Kampf stattgefunden, ne? Den Androiden. Oh ja. Ausrufezeichen. Da habe ich das schon angehört. Ja, egal, machen wir nochmal. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne... Habe ich, glaube ich, schon alles gelesen. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol gelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Okay, ist keiner drin. Der mich überraschen könnte. Hier sind noch keine Signale mehr. Huh? Die Zelle ist offen. Er ist frei, oder? Okay. Oh shit. Genau, das war der Verhörraum hier. Der liegt hier tot rum. Gut, dann speichern wir gerade nochmal, wie wir schon hier sind. Und gucken gleich mal, wo der Rest der Leute ist. Oder haben die ganzen Androiden hier die abgeschlachtet? Alle tot. Nee, er lebt noch. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den schon angesehen hatte. Erste Falle beseitigt. Ah, doch, ja. Okay, gehen wir raus zu... raus zu ihm. Rip. Rip, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Waits of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlowe getroffen? Nein. Nein. Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich
werde nicht hierbleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Okay. Ja, Samus ist ja selbst ein Androide, aber wer die Alien-Filme auch gesehen hat, weiß, den Androiden ist meistens nicht zu trauen. Ich bin davon überzeugt, dass der da was mit zu tun hat. Aber vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß es nicht. Okay, wir müssen jetzt hier den Gang entlang und dann runter. Hier lang? Hier lang. Geht die Tür auf? Schlossen? Okay, dann anders wie... Geht auch nicht. Also hier durch. Ja. Hier kam ich doch her. Ich depp. Hier. Bitte kommen Sie mit. Bam. Der ist leer. Für mich auch so leer. Warum bin ich jetzt wieder hier? Ach, der kann für mich ja die Türen öffnen, ne? Aber warum hat er die andere Tür nicht geöffnet? Boah, warum muss ich denn so einen Umweg laufen? Alter. Echt jetzt? Do it now. Open the gates. And get to the chopper. Ich kann nichts mehr herstellen, ich hab alles. Na gut. Ich kann nichts mehr mitnehmen, das heißt, irgendwas zu untersuchen lohnt sich auch nicht. Ich kann alles auf die Androiden rein theoretisch schmeißen, weil ich so viel Kram habe, aber... Das weiß ich nicht, lohnt das? Wegen einem Androiden ein Dings zu verschwenden? EMP-Granate? Ich kann auch einfach so. Pieks! Hat er sich auf der Stelle festgepackt? Er ist gerade irgendwie strange gelaufen. Komm her! Jetzt! Hä? Ist der verbuggt? Geht doch. Warum habe ich gerade durch ihn durchgestochen? Das macht alles keinen Sinn. Gerät unzureichend, aber wahrscheinlich wird das bald zureichend sein. Gut. Lass uns mal auf die Karte gucken. Ja. Okay, der Rest ist... Nee, der ist nicht rot. Der auch nicht. Okay, aber der. Aber ich muss den hier nehmen. Ich habe ehrlich gesagt so ein ganz mieses Gefühl, was Simmons angeht. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie sich beim Spiel auch so gedacht, okay, wisst ihr was? Vorher wurden die Androiden immer dafür verurteilt, dass sie durchgedreht sind und eher gegen die Protagonisten gearbeitet haben. Aber nein, unsere Android ist einer von den Guten. Aber ich weiß es nicht, also... Ich kann mir gut auch vorstellen, dass dieses Spiel sehr viel mit den anderen Klischees arbeitet aus den vorigen Filmen. Beziehungsweise aus den Filmen allgemein. Ich meine, als das Spiel rauskam, gab es zum Beispiel den Film Prometheus nicht, oder... Aber man weiß ja auch aus dem ersten Alien-Film, ne? Ash, der Androide, der ist ja auch durchgedreht und wollte Ripley ermorden. Was sie dann ja verhindern konnte, beziehungsweise mit der Hilfe der anderen. Dann hat er ja auch preisgegeben, was seine eigentliche Direktive ist. Und ja.
Andere Belangen gab es nicht. Die Crew ist ersetzbar. Deswegen spielt auch der DLC wahrscheinlich, die Crew ist ersetzbar, oder wie der heißt, wahrscheinlich auch, also dass man selber mit Ellen Ripley spielt. Also mit der Mutter unserer Protagonistin hier. Und ja. Ja. Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Six and Synthetics. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Genau. So Zentrale? Übers wo? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn! Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei. Ja. Das stellt sie sich so einfach vor. Aber was ist, wenn nicht? Hat sie darüber schon mal nachgedacht? So was für den Fall? Was wäre, wenn? Was ist, wenn Samuels selbst durchgedreht ist? Oder was ist, wenn Samuels das überhaupt erst alles veranlasst hat? Darüber macht sie sich keine Gedanken? Ist ihr das nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, in den Sinn gekommen, dass so eine Möglichkeit bestünde? Das ist schon ein bisschen blauäugig von ihr, das zu glauben. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich das Wissen habe aus den Filmen und sie halt nicht. Hallo, kleiner Robo. Wo bin ich denn gerade? Ah, hier. Ah, okay, das ist der Schocker zur Krankenstation. Genau. Jetzt habe ich die Tür einfach mal geöffnet. Jetzt kann ich einfach hier durch. Zack. Wunderbar. Aber ich muss hier lang. Gut. Sensor ist voll. Der Aufzug? Nee, ich muss da durch. Hier. Schönen guten Tag. Kann ich die Tür jetzt öffnen hier? Gerät ist immer noch unzureichend, leider. Wahrscheinlich brauche ich die letzte Stufe des Hacking-Tools und wahrscheinlich kriege ich die bald. Weil es sind noch so viele Türen, die ich nicht öffnen kann, weil mein Schneidwerkzeug ist noch nicht maximal upgegradet und dann das Hacking-Tool braucht wahrscheinlich auch noch die letzte Stufe. Wahrscheinlich liegen da halt auch nur noch Komponenten rum, was ich jetzt wahrscheinlich auf lange Sicht nicht wirklich... Ah, guck mal hier. Der wurde definitiv ermordet von einem Androiden. Weil das hier ist ein Easter Egg. Hier. Wie komme ich jetzt nach oben? Ash aus dem ersten Alien-Film wollte Ripley so ermorden mit der Zeitung im Mund, damit sie erstickt. Da habe ich gerade nicht verstanden, was sie gesagt haben, sorry. Smith, was? Smith liest das. Sei nicht böse, aber ich bin durch den Aufzugsschacht und habe die Zugänge hinter mir abgeschossen. Mir wurde ein Hiwi auf den... was? Mir war ein Hiwi auf den Fersen. Ich musste weg. Wenn du was findest, durch die Platte zu schneiden, der Code lautet 8382. Schreib mir das gerade mal auf. Oder habe ich den schon? Ich weiß gerade nicht. 8382. Gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich komme zurück nach unten. Keine Spur von den Turteltauben, aber ich habe hier einen Haufen Waffen und Vorräte. Okay, geil. Oh Gott, nee. Ganz ehrlich, diesen Text will ich nicht lesen. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Okay, Inventar ist voll. Yep, yep, yep. Meint er diese Tür zufällig? Ich meine, die Abdeckung ist zugeschweißt, beziehungsweise ich kann sie aufschweißen, aber das heißt nicht, dass da nicht unbedingt ein Codepad dahinter sein muss, aber in dem Fall wahrscheinlich wird es der Fall sein, oder? Ja. 8382. Oh yeah. Na guck mal, es gibt hier sogar einen Lüftungsschacht. Wo führt der hin? Wahrscheinlich auf die andere Seite. Gucken wir gleich mal. What the heck? Oh Gott. Nicht abstürzen, ich habe nicht gespeichert. Das scheint aber der Weg zu sein, glaube ich.
Einzige, was ich ein bisschen Bang habe zu verpassen, sind vielleicht ein paar Audionachrichten, aber Materialien habe ich mehr als genug. Munition habe ich auch reichlich. Also. Oh, 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 oh. Ja. Oh Gott! Oh shit. Ja, der Aufzug ist wohl weg, ne? Die Station ist wirklich im Arsch. Gott. Und jetzt? Hock ich hier. Hä? Was jetzt? Ja. Dann warte ich halt. Nee, ganz ehrlich, was zum Fick mache ich jetzt hier drin? Irgendwas tun? Oh! Natürlich. Sorry. Ich habe gedacht, die Tür geht auf. Bin ich auf die Idee gekommen, dass oben noch eine Klappe ist, durch die ich durchsteigen kann. Yeah. Das sieht gut aus. Okay, die Androiden sind tot. Taschenlampenbatterie. Der hat das Speichergeräusch. Der lebt noch. Der will mich angrabbeln. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Den Friedhof würde ich nicht unbedingt sagen, aber auf jeden Fall sind hier einige rote Syntheten. Der hat sich gerade noch bewegt. Da gehe ich nicht zu nah ran. Kann ich speichern. Wehe, du greifst mich an, während ich speichere, du Huren. Vor allem steht der Gefahr in der Nähe. Was ja wohl impliziert, dass hier definitiv einer ist. Der Scanner. Ja. Naja, du stehst da. Logisch. Okay. So, das ist mal ein Haufen. Wir haben Strom, würde ich sagen. Bisschen zumindest. Trotzdem sehr dunkel. Schrott ist voll. Das ist eine Batterie. Ja, da vorne macht mich halt ziemlich nervös. Neuformatierungskammer. Informations, ja klar. Spanning, ich habe ein paar leere Androiden für die Sevastopol-Verkaufsvorführung hochgeschickt. Falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie den Androiden einfach auf die Pritsche in der Neuformatierungskammer. Über eine Verbindung mit Apollo werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich heißen die an. Russell. Leitender Sixen-Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal war der Kiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden und zwar zackig. Energieniveau zu hoch. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Finden Sie einen Weg durch die elektrisierte Tür.
Habe ich den eingeschaltet? Muss ich ihn ausschalten? Geht gar nicht mehr. Vielleicht Überspannung oder irgendwas. I don't know. Kabel. Vielleicht muss Kabel verfolgen, wo es lang geht. Faltet sich auf. Hier war ich schon. So, dann geht's hier noch weiter. Und hier? Nee. Warum sagt mir mein Gefühl, dass hier die Androiden nicht mehr meine größte Sorge sind? Ganz mieses Gefühl. Oh, oh. Nun. Hier, ja, fangt. Ja, was nun? Elektroschocker. Können sie ja auch, wie gesagt, alle umschießen, aber warum sollte ich das tun? Boah, eine EMP-Mine verbraucht. Ich kann wieder zeuglos werden. Ja, ich habe halt echt so viel. Ich weiß nicht, wohin damit. Muss aber sagen, dass dieser Part mit den Androiden hier ganz interessant finde. Erstmal ein bisschen Abwechslung einfach, weil die ganze Zeit nur vom Alien verfolgt zu werden, ist halt auch irgendwie so ein bisschen, ne? Man hat auch immer das Gleiche, ne? Rot. Ja, was soll ich jetzt hier? Was hat das jetzt gebracht? Irgendwas. Ich etwas vielleicht nicht? Nö. Hä? Was fehlt mir denn? Oder... Signisch. Finden Sie einen Weg durch die elektrisierte Tür? Wiederverwertung. Hm. Sie sollten nicht hier sein. Bin ich aber hier und jetzt? Maul! Nein! Ah. Zack! Gib mir, was du dabei hast. Ja, was mache ich jetzt mit dieser ollen Tür? Ich weiß es nicht. Den habe ich doch schon aktiviert, oder nicht? Ja. Boi. Auch schon. Fehlt mir. Ich speichere gerade mal. Wahrscheinlich steht der Gefahr in der Nähe, weil wahrscheinlich einer von diesen Androiden irgendwie noch, keine Ahnung, inaktiv ist, aus irgendwelchen Gründen und wahrscheinlich mich gleich angreifen wird. Aber ich glaube, ich muss an den Rechner oder so. Na gut, aber wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Alien Isolation. Ich habe so das ganz mulmige Gefühl, dass wir uns wahrscheinlich mit gemächlichen Schritten Richtung Ende nähern. Aber wer weiß, was noch kommt. Also ich bleib weiterhin spannend, aber mal sehen. Also wir müssen erstmal versuchen, jetzt hier rauszukommen und an den Androiden vorbei, beziehungsweise sie auszuschalten. Ob das klappt, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Alien Isolation. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.